Hallo Freunde! So, das wird jetzt ein kleines Review über das Real Steel Bushcraft. Das ist das Ding. Gefällt mir wirklich sehr gut. Beißt sich ordentlich ins Holz, zeige ich euch später noch. Ist wirklich schön ausgeführt mit den roten Leinen. C-Stahl und die ganzen Maße vergesse ich jetzt einmal. Es ist unter 12,5 die Klingenlänge, somit in Deutschland auch kein Problem, das zu verwenden. Ich schreibe es aber unten noch in die Beschreibung mit rein, genauso wo ich es gekauft habe. Das war bei meinem Freund Waldläufer in seinem Shop. Der Waldläufer beim Lasse ist wirklich ein super Teil. Ihr müsst dort einmal vorbeischauen in den Shop, der hat tolle Sachen, vor allem was mich bei ihm sehr fasziniert. Er bietet nichts an, wovon er nicht begeistert ist. Und wenn das Teil nichts bringt, gibt es das auch nicht in seinem Shop. Und das gefällt mir wirklich gut vom Lasse. Es ist dabei diese kleine Keidegscheide, wo eigentlich das Teil recht stramm sitzt. Da gibt es kein Wackeln bei meiner. Geht auch leicht raus. Es gibt hier noch einen Gürtelclip dazu, den habe ich aber nicht montiert. Ich habe hier einen kleinen Braunbauten gemacht an den Teil mit einem Rangerband. Hängt hier mein Fire Steel noch drauf und ich kann es verwenden als Neckknife. Haben wir hier dazu ein Band durchgezogen und kann es so jederzeit. Ein Kalos ohne Hut gibt es selten. Auch als Neckknife tragen. Muss aber dazu sagen, es ist, hat doch etwas ein Gewicht. Und daher, aber es ist ein sehr gutes Messer und gefällt mir gut, sehr gut. Ja, das Real Steel Bushcraft kostet beim Lasse im Shop knappe 50 Euro, also nicht wirklich der Rede wert und das Messer ist wirklich jeden Cent wert. Top. So, dann machen wir mal mit den Real Steel ein bisschen was. Es ist ein relativ trockenes Holz. Ich muss sagen, es beißt ordentlich an. Kann natürlich auch feine Sachen machen. Ich habe es bis dato leider noch nicht viel in Verwendung gehabt, aber ich hoffe, das ändert sich jetzt. Und ja, ich würde sagen, es macht, was es soll. Weiters hat mich das Messer eigentlich begeistert mit seinem Rücken. Entweder kommt es auf den Stahl an, das 440C, den Funken, macht das Gewaltige. So was habe ich selten noch bis jetzt erlebt. Ein ordentliches Ding. Gefällt mir sehr gut.
Das war's von dem Review von den Real Steel Bushcraft und herzlichen Dank und man sieht sich. Ciao, Freunde.